So, meine Freunde, willkommen zurück zu Wi-Fi Battle Nummer 4 mit mir, Mr. LeBang. Heute gegen meinen guten alten Kollegen Fungi. Schöne Grüße an dich, du kleines Hutzassa. Ja, er ist ein kleiner schwuler Pilz und dementsprechend ist er ein Hutzassa. Und heute mal mit einem kleinen anderen Modus. Und zwar spielen wir heute NU, sprich Never Used Pokémon, die eigentlich kaum benutzt werden. Jedenfalls fängt er mit Regirock an. Ich fange mit meinem Geowatz Ackermann Maggie an, legt meine Steinchen aus. Er aber auch. Aber das ist kein Ding, denn ich habe ganz klar den Vorteil gegen Regirock hier. Benutzt einfach mal die ganze Zeit Erdbeben. Und wir hatten davor schon ein Spiel. Also das ist jetzt das zweite Spiel, das wir gemacht haben. Und mit denselben Teams und so weiter. Und das Dumme ist einfach nur, wie soll ich sagen, irgendeiner von uns beiden hat einen Disconnect. Ich glaube, jetzt im Nachhinein betrachtet, das war eher ich, wegen meiner schlechten Verbindung zu dem Zeitpunkt. Und dort lief es ein bisschen besser für ihn. Jedenfalls switcht er jetzt hier ein Pharos an. Keine Ahnung warum. Er hat wohl gedacht, ich gehe jetzt hier irgendwie auf Rock Blast, also Felswurf, und overpredict ein bisschen, weil im ersten Battle habe ich dann Erdbeben eingesetzt. Er ist dann direkt auf sein eines Pokémon gefangen, was es ganz gut wegstehen kann. Und hier hat er dann ein bisschen zu krass predicted, denn ich spiele es anfangs recht oft erstmal sicher. Und dann gehe ich hier erstmal zu den ganz krassen Prediction Skills, was wir aber im Laufe dieses Battle noch sehen werden. Und ja, bis jetzt ist alles, oder bis jetzt läuft alles prima. Wir haben unsere Steinchen oben, am Fahrhaus ist schon mal weg und wir sind in Führung. Und er setzt hier jetzt erstmal seine Fat Cat ein. Und boah, Schnurgas, das Teil ist so hässlich, das ist so fett, Mann, was ist da los? Egal. Jedenfalls schicke ich da meinen kleinen Troll rein, meine kleine Trollin, besser gesagt, mit dem Evolite Stone. Evolite Stone. Und ja, eben bleibt nichts anderes übrig, außer rauszugehen. Das prädiktiere ich. Gehe dann hier auf meinen Ränkeschmied. Und mit Ränkeschmied sollte ich jetzt dieses eingewechselte Pantimos eigentlich recht gut besiegen können. Ich dachte erstmal, ich bin schneller, aber das scheint mir dann im Nachhinein gesehen, oder das ist dann ein offensives Pantimos gewesen. Und da habe ich mir gedacht, ja gut, gut zu wissen. Und ja, er setzt Ampelleuchte ein, keine Ahnung warum. Warum er nicht Psychic eingesetzt hat, hätte glaube ich ein bisschen mehr Schaden rausgehauen. Aber gut, Spukball hier, zack, aber Moment, Psychic hätte jetzt aber auch nicht so viel gemacht. Also wäre auch ein 3-Hit. Okay, vielleicht hätte er einen Rob bekommen, aber gut. Dort Mr. Penis, sehr kreativer Name für ein schwules, verschimmeltes Pantimos. Oder nicht, ja. Scheint so, aber gut. Er ist gezwungen rauszuwechseln, predicted mein Shadow Ball, mein Spukball, geht auf womit sein Dodri, und das fängt natürlich den Spukball recht gut ab. Und ja, ich weiß natürlich, dass es ein Choice Band oder ein Choice Scarf Dodri sein muss, aber anhand des Schadens von Verfolgung weiß ich hier, dass es eher Choice Band ist, also Wahlband. Und ich gehe jetzt erstmal, oder ich weiß natürlich, dass er Verfolgung einsetzen wird, um mich zu trappen. Er überlebt, aber die Kraftreserve Feuer, Kraftreserve Kampf, sorry, was mich sehr, sehr, sehr hier ein bisschen traurig gemacht hat, aber alles hat auch seinen Vorteil. Immerhin weiß ich jetzt, dass er in Verfolgung gelockt ist. Er hat anscheinend auch keinen Spinner im Team, was auch ein weiterer, sehr, sehr großer Vorteil meinerseits ist, oder für mich ist. Und dementsprechend mit dem Wissen, dass er wahrscheinlich wechseln wird, wechseln muss, oder Dodri einfach nur als Death Order drin lassen wird, gehe ich jetzt erstmal auf meinen Sub. Im Sub wechselt er dann wieder auf seine komische, schwule, fette Katze. Und ja, die komische, schwule, fette Katze kann natürlich nichts gegen uns machen. Ist irgendwie so ein komisches Live-Aufteil. Aber gut, ich weiß, dass ich schneller bin und so weiter und so fort. Lege meine Stachler aus. Heißt also, wir haben jetzt eine Lage Stealth Rocks, also Tarnsteine oben, eine Lage 9 normale Stachler. Heißt also 12% und nochmal 12%, ne, 12,5% sogar, ja. Zweimal 12,5%, egal. Zusätzlicher Schaden an allen seinen Pokémon, und ja. Nachdem ich die Spikes oder nachdem der Delegator auf Noctuska dann auch zusammengebrochen ist, weiß ich, dass ich nicht drin bleiben kann, und Maggie ist eine physische Wall. Maggie ist einfach genial. Maggie, ja, wer kennt's, ja? Kristall Naslock, hihihi. Oh, und ja, hier kommt erstmal der Erdbeben. Und ich weiß, dass Erdbeben, Stab und so weiter hier für diese fette, fette Katze reichen sollte. Für den Fall der Fälle habe ich noch Sucker Punch auf meinen Maggie drauf. Und ja, keine Ahnung. Alles in allem ist Geowatz eigentlich ein recht cooles Pokémon mit seiner Fähigkeit Robustheit. Es ist auch nützlicher geworden als davor, da es jetzt nicht wirklich gewone-hitted werden kann als Lead. Es sei denn Scald und Verbrennung, ja gut. Und hier, womit kommt auch noch rein, und womit stirbt, womit kratzt ab. Kein Ding. Er setzt wieder seinen Regirock ein, und ja, ich weiß, oder anhand des Damage oder dank der Stachler und der Tarnsteine weiß ich, dass Erdbeben jetzt hier K.O.'n sollte, killen sollte, und das tut es auch, was natürlich Chop du Sel ist.
Damit hat er jetzt nur noch sein Pantimos und noch ein weiteres Pokémon, was er anscheinend noch nicht revealen will. Aber gut. Und wir sind immer noch nicht tot. Wir sind immer noch nicht besiegt. Maggie steht das Treffer durch. Maggie sweept hier echt geil durch. Und hier habe ich gerade überlegt. Ich habe wirklich überlegt, vielleicht wird er seinen Delegator einsetzen. Vielleicht auch nicht. Soll ich hier auf den Sucker Punch, auf den Tiefschlag gehen? Aber ich habe mir gedacht, komm, spielst du sicher runter. Wenn ich auf Sucker Punch gegangen wäre, wäre das dann wahrscheinlich auch der Kill auf den Pantimos. Aber ist mir eigentlich vollkommen egal, weil das sollte auch so ausreichen. Und Mr. Penis, ja. Der Name ist natürlich schon mal sehr kreativ. Ich habe gedacht, dass dieses Mr. Penis-Ding nichts gegen uns machen kann, ja. Dementsprechend gehe ich jetzt auch erstmal auf den Sub. Und er auch. Aber er setzt Ränkespiel ein. Was ich irgendwie nicht begreifen kann, keine Ahnung. Hat er sich wohl gedacht, er kann hier irgendwie gegen mich durchsweepen oder so, aber nichts da. Denn ich habe immer noch drei Pokémon, die ich noch nicht revealed habe, ja. Und das sind drei echt geile Pokémon. Werden wir aber auch sehen können. Und hier habe ich einen guten Predict gemacht. Ich dachte erstmal, der geht jetzt wieder irgendwie auf Sucker Punch oder so. Aber ich wusste, dass er die Ampelleuchte drauf hat. Aufgrund des Angriffs auf Troll eben. Oder eben davor. Und damit konnte ich dann einen Pantimos auch noch ausschleiten mit einem Tiefschlag. Und hier ist nochmal sein Poop. Aka sein Choice Scarf Karadunis. Und nach einem Stealth, Close Combat seinerseits sinkt die Verteidigung. Ich weiß, dass ich mit Samenbombe K.O.en könnte. Für den Fall der Fälle hätte ich nochmal hier Tiefschlag einsetzen können. Und ja, meine Freunde, das war's mit diesem Battle. Fungi, guter Battle, GG. NU Battle gemacht und so weiter und so fort. Und meine Freunde, haut rein, macht's gut. Ich hoffe, der Battle hat euch gefallen. Bis bald. Ciao, euer Rigi. Ach ja, Maggie ist toll. Maggie ist Los Cantos.